Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaust. Heute möchte ich dir ganz gern dieses einfache Harps Deko Gesteck in einem alten Wasserkessel zeigen. Das geht so einfach, so schnell, wirkt so toll chevy-chic. Und dann hoffe ich, es interessiert dich und du bastelst nun mit mir oder steckst mit mir, dekorierst mit mir. So, ich habe hier einen alten Wasserkessel. Da habe ich kein Loch zum Ablaufen reingemacht. Ich benutze den als Schale. Ich finde es einfach zu schade. Deswegen kommen die Blumen jetzt mit dem Töpfchen hinein. Die pflanze ich nicht hinein, die stelle ich nur hinein und muss das ab und zu mal, wenn es gar zu stark regnet, einfach das Wasser auskippen. So, was habe ich mitgebracht? Ich habe einfach Chrysanthemen, verschiedene Farben. Die finde ich ganz toll. Es gibt die auch in zweifarbig. Hier habe ich halt diese Farbe, den Henkel mache ich, naja, machen wir erstmal nach oben und dann setze ich es hinein. Und was gehört noch dazu? Natürlich Heide. So, ich habe jetzt den Griff doch auch nach vorne gemacht, mir gefällt es besser und habe dann noch die Heide dazu gemacht. So, und dann nehme ich einfach noch mal ein paar Stöckchen, wird eingesteckt, was Feines, ein bisschen Rinde, was man so hat, damit noch mal ein bisschen Leben reinkommt. Ruhig etwas Dürres, Angetrocknetes, chevy-chic-mäßig. Und dann wirkt das schon wieder viel schöner, viel offener, viel rustikaler mit so zwei Ästchen. Und so einfach geht das dann eigentlich. So. Vielleicht noch mal ein Eichhörnchen dazu, der so, das kann man häkeln. Wenn man es draußen hinstellen wird, ist es zu empfehlen, es einfach mit Folie, Luftpolsterfolie auszustopfen. Wenn es drinne sein soll, dann einfach mit Schaumstoff oder Füllwatte. Und so sieht es jetzt fertig aus in dem alten Wasserkessel. Und da hoffe ich sehr, es hat dir gefallen. Du schaust wieder mal rein. Mich würde es riesig freuen und dann dir eine wundervolle Herbstzeit. Und viele kreative Sachen, die du mit Spaß und Lust machen magst. Tschüss!